Moin moin und herzlich willkommen zum Auftakt der Real Solar System Serie von Kerbal Space Program. Und wir spielen damit also Kerbal Space Program im echten Solarsystem. Da oben seht ihr Europa gerade vorbeidriften und Reste von Afrika. Also kein Kerbin, sondern die Erde. Und wir haben Realism Overhaul und Realistic Progression mit dabei. Und da das in den zwei Livestreams von euch unheimlich gut angenommen worden ist und ihr auch dafür gestimmt habt, dass das unser neues Nebenprojekt wird, wird das somit unser neues Nebenprojekt. Und wir starten dafür mal eine neue Karriere. Also wir gehen auf jeden Fall in den Karrieremodus. Und jetzt gucken wir mal, was wir uns da so als Flagge nehmen. Da werde ich jetzt nämlich mal... haben wir die NASA-NASA-Flagge irgendwo da? Ich sehe sie nicht. Aber wir nehmen uns das schöne Retro-Symbol mal. Jawohl, also mit dem Retro-Symbol. Und ich werde ein paar Anpassungen machen. Und zwar lasse ich die Schwierigkeit auf normal. Das ist schon schlimm genug. Aber was ich abschalten werde, ist Quick Reverts und Quick Loadings. So dass wir eigentlich wirklich so spielen, wie sich das eigentlich ausgedacht worden ist. Missing Crews Respawn. Nein, das auch nicht. Wir können halt nicht kaufen und... Entry Purchase Required on Research. Oh doch, natürlich ist ein Entry Purchase Required on Research, sonst macht es ja keinen Spaß. Den Rest lasse ich aber auf normal, sodass wir halt halbwegs Starting Funds haben und alles irgendwie so bei 100% liegt, und damit versuchen wir es mal. Und natürlich hat unsere Karriere auch ein Ziel, denn wohin soll es gehen? Ich möchte dieses Real Solar System so lange spielen, bis wir eine Marslandung hingelegt haben. Also eine bemannte Landung auf dem Mars mit erfolgreicher Rückführung des Kerbals ist mein erklärtes Ziel. Bis dahin haben wir ganz schön was zu tun, aber deshalb auch nur im Normalmodus. Und wir werden erstmal begrüßt von Gene Kerman, wie man es halt so kennt. Können einmal Remote Tech wegklicken und müssen jetzt Kerbal Construction Time einmal anpassen. Da gibt es zum Glück für Realistic Progression Zero schon eine Voreinstellung, und die speichern wir mal einfach, und dann müssen wir noch unsere Upgrades ausgeben, denn das funktioniert jetzt hier alles ein bisschen anders. Die von euch, die den Livestream schon gesehen haben, kennen das schon. Für den Rest von euch, wir haben jetzt am Anfang einiges an Punkten. Für 10.000 Funds kann man sich auch noch mehr Punkte kaufen. Das machen wir jetzt erstmal noch nicht, damit wir irgendwo mal anfangen können. Und damit können wir unsere Web, unsere Space Plane Hangar und R&D ausbauen. Und mit jedem Punkt wird es im Prinzip schneller, dort etwas zu erforschen oder zu bauen. Ich werde jetzt am Anfang ziemlich heftig in die Fab investieren, weil wir wollen ganz viel mit Raketen arbeiten. Und wir haben jetzt auf den ersten Schlag noch kein großes R&D. Also wir können noch nicht viel forschen, da wir keine Forschungspunkte haben. Und sobald wir Forschungspunkte haben, haben wir eine Rakete gestartet. Damit haben wir Geld verdient. Dann kann ich das Fab ein bisschen ausbauen. Ihr seht, wohin das führt. Dann geht das schnell genug. Also ich schmeiß alles in die Fab rein. Und ich habe es ja in die Fab reingeschmissen. Jawohl. Und schließe das dann hier erstmal. Und ich lasse auch Tech Live Support auf den Default Settings. Das reicht mir. Ansonsten ist erstmal alles ziemlich gleich, bis auf den Unterschied, dass unser Science Tree vorsichtig gesagt anders aussieht. Das ist halt der ganze Realism Overhaul, besteht aus sehr vielen Mods. Ich hau euch in jedes Video in die Beschreibung einen Link zu einer Liste mit all den CCAN-Modulen. Also die könnt ihr in CCAN reinladen und damit euch auch so eine Installation herstellen, weil wenn ich den Ordner zippe, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ihr seht, es ist ein bisschen komplexer und es geht auch anders los. Wir haben jetzt am Anfang tatsächlich schon sehr, sehr, sehr viele Teile. Aber es ist halt alles so 1940er Raketentechnologie. Das werdet ihr aber gleich sehen. Und dann würde ich sagen, legen wir damit mal los und gucken, was unsere ersten Aufträge sein können. Wir haben die ganzen lustigen Rekorde natürlich aktiv und wir haben verfügbar unseren ersten Flug. Und ihr seht auch, wir können unterschiedlich viele Verträge annehmen. Ne? Wir können jetzt triviale Verträge, 3 maximal, signifikante Verträge, also es sind wie viele Sterne, die haben 3, ein exceptional und über. Also all over können wir 3 Verträge gleichzeitig annehmen. Es gibt aber nur 2, deshalb ist es relativ einfach. Also unser erster Flug, den nehmen wir auf jeden Fall an. Das gibt dann auch gleich mal 1000 in Advance und 500, wenn wir es geschafft haben. Und dann gibt es Pass the Kerman Line. Und das ist, wir müssen mit einem unbemannten Fahrzeug über die 100 Kilometer drüber kommen.
Warum 100 Kilometer? Weil das hier alles ein bisschen größer ist und bei 100 Kilometer halt quasi die Linie ist, wo man sagt, jetzt bist du nicht mehr in der Atmosphäre, sondern im Weltraum. Das ist die sogenannte Kármán Line oder Kármán-Linie, glaube ich, dann auf Deutsch. Und ja, die nehmen wir auch mal an. Und die ist deshalb so weit oben, die erkennt das ja mit Kerbal Space Program aus 70 Kilometern, weil hier einfach Weltall deutlich später beginnt, weil die Erde halt einfach größer ist als Kerbin und damit ist natürlich alles auch ein bisschen schwerer. So, und dafür müssen wir uns jetzt mal eine Rakete bauen. Und zwar haben wir am Anfang halt relativ wenig Technologie, aber mit dem wenigen, was wir haben, wollen wir natürlich erstmal irgendwie loslegen. Und das ist natürlich auch nicht mehr alles ganz so einfach, wie wir uns das früher mal vorgestellt haben. Ein paar Sachen kommen einem ganz bekannt vor. Also es gibt so eine Guidance Unit, das ist im Prinzip ein Probe Core, wenn ihr so wollt. Und das erlaubt uns, also es gibt hier so Avionics-Werte, eben eine Rakete mit bis zu 20 Tonnen zu kontrollieren. Alles über 20 Tonnen hat keine Guidance, ist allerdings auch ein ziemliches Trümmerteil, also es ist echt groß und ich glaube, so groß wollen wir erstmal nicht anfangen, weil das kostet vor allen Dingen auch richtig Geld. So, dann gibt es Guidance Units auch im 1-Meter-Format, das ist schon ein bisschen kleiner, kostet aber immer noch relativ viel Kohle und hat jetzt bei den Avionics eben auch 20 Tonnen, die es unterstützt und ist eben auch für unbemannte Raketen gedacht. Aber auch das wollen wir jetzt noch nicht, denn wir fangen mit was ganz Simplen an, nämlich so wie die Erforschung des Weltraums losgegangen ist, mit einer Sounding Rocket Telemetry. Und da seht ihr auch schon, die kostet sage und schreibe einen Pfund. Ja, und das wird unser Anfang, denn wir bauen jetzt eine sogenannte Sounding Rocket. Sounding Rockets waren die ersten, ja, also in Deutsch heißen die Höhenmessraketen, waren es, glaube ich. Und Sounding kommt aus dem Nautischen. Das ist der Begriff, wenn man quasi zum Messen was ausgeworfen hat. Also es sind im Prinzip Messraketen, die unbemannt und relativ ungesteuert in die Atmosphäre hochsteigen und obendrauf irgendeine Form von Instrumenten haben, um Dinge zu erforschen. So, und mit so einem Teil wollen wir anfangen, weil die halt sehr billig zu haben sind und man da doch einiges rausholen kann. Und wir orientieren uns mal an der Idee der amerikanischen Aerobee. Das hatte ich im Livestream aufgemacht und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also warum gute Konzepte über Bord werfen? Und das Erste, was wir machen, ist eine Batterie aber diesmal draufbauen. Und das ist jetzt ein sogenanntes prozedurales Teil. Also es gibt hier ganz viele prozedurale Sachen, die kann ich, also prozedural heißt, ich kann es selber konfigurieren. Und man hat dann entsprechend hier auch die Anzeige, was das Ding hergibt. Das heißt, was ich jetzt mache, ist die Batterie sehr viel flacher machen, weil ich brauche nicht so endlos viel Strom. Das reicht ungefähr 5 Milliarden Mal länger, als ich fliegen werde. Und wiegt 10 Kilogramm, ist also auch völlig in Ordnung. Und wir können auch noch optisch was anpassen. Wir könnten das jetzt irgendwie farblich toll machen. Ah ja, komm, wir machen Goldfolie drum. Einfach nur, weil Goldfolie nach Raumfahrt aussieht. Warum werden Dinge eigentlich in Goldfolie eingepackt? Wegen der Sonneneinstrahlung ist es, glaube ich. Um das ein bisschen, also um Sonneneinstrahlung zu sammeln, damit die Geräte nicht so kalt werden und sie natürlich auch vor Staub und solchen Geschichten zu schützen. So, jetzt brauchen wir einen Tank. Auch hier gibt es wieder, es gibt so ein paar fertige, die A4 zum Beispiel. Das ist ganz witzig für die historischen Freaks unter euch. Das ist quasi der Bausatz, um eine V2 zu bauen. Also die A4 ist quasi technologisch so ungefähr das, was die V2 mal war. Oder basiert darauf. So. Und wir nehmen uns jetzt aber mal einen normalen Tank. Den müssen wir jetzt etwas schmaler machen, dass der zu unserer Rakete passt. Aber wir können ihn ruhig ein bisschen länger machen. Was haben wir jetzt? 1,80. Na kommt. Machen wir mal so eine. Traue ich mich 4 Meter? Ich mache mir mal eine 4 Meter Rakete. So. Dann hat das schon mal ordentlich Länge. Und wir wollen natürlich auch, dass das Ding nach was aussieht. Naja, silbern nicht unbedingt. Silbern sage ich schon, golden. Atlas. Das sah gar nicht so schlecht aus. Stalker-like. Was haben wir denn Schönes? Original. Ich glaube, ich nehme das Atlas-Ding. Ja.
Das sieht schön aus. So, und dann brauchen wir ein Triebwerk dazu. Wir haben jetzt noch nicht so viel. Also das sind alles Propellertriebwerke. Das hilft uns relativ wenig, wenn wir mit einer Rakete fliegen. Das ist ein kleiner Separation Motor. Das ist also quasi ein Solid Fuel Motor, der uns abspaltet. Das ist auch ein kleiner Booster. Also so klein ist der gar nicht, aber ne, den werden wir uns gleich noch schnappen. Und im Raketentriebwerkbereich haben wir jetzt hier den... Ne, das ist ein Turbojet, also eins der ersten Jet-Triebwerke. Den Arrowbee. Und da wir eine Arrowbee-Rakete bauen, ne, habe ich das schon mal ein bisschen vorweggenommen. Wir werden natürlich einen Arrowbee-Motor benutzen, der jetzt auch nicht einfach nur irgendwie Liquid Fuel und Oxidizer benutzt, sondern nein, der benutzt ganz bestimmte Triebwerke. Nämlich benutzt der Aniline, Furfuril und Irfner 3. Aniline ist, Schwefel... Nee, Salpetersäure irgendwie. Also, wir haben einmal bestimmte Spritkonfigurationen. Und so einen Tank muss man eben passend zum Triebwerk befüllen. Zum Beispiel die A4. Na, der V2-Motor flog mit Ethanol, also auf gut Deutsch Alkohol und flüssigen Sauerstoff. So. Das ist jetzt eine andere Rakete, die würde halt nicht mit dem gleichen Tank funktionieren. Die beiden Varianten A4-Triebwerk machen quasi so ziemlich das gleiche. Wir nehmen, wie gesagt, jetzt einen Arrowbee-Antrieb, der ist ziemlich winzig, kommt da drunter und müssen jetzt mit einem Rechtsklick unseren Tank noch befüllen. Er ist jetzt so schlau zu erkennen, okay, da ist ein Arrowbee dran, wir haben ja gesehen, Anilin und so weiter. Das nimmt er jetzt auch rein in der richtigen Mischung und dann sagt er uns schon, okay, wir haben jetzt hier 1,75 Thrust-Weight-Ratio mit diesem Antrieb und ein Delta-V von 3165. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, dann machen wir darunter auf jeden Fall noch einen Decoupler. Denn die Arrowbee war eben nicht nur eine normale Rakete, sondern die war tatsächlich schon zweistufig, mit der da gestartet worden ist. Und wurde als erstes mit einem Booster eigentlich über eine sehr lange Rampe gestartet. Also die hatten so 40, 50 Meter lange Rampen, damit die Arrowbee erstmal Geschwindigkeit aufbaut, damit sie eben später kontrollierbar ist. Wir werden da ein bisschen tricksen, weil 50 Meter lange Rampen kriegen wir natürlich nicht. Und wir packen uns hier so einen Tiny Tim Booster drunter. Und jetzt seht ihr schon, Thrust Weight Ratio 28,61. Ist alles ein bisschen anders bei echter Raumfahrt. Wir nehmen da mal ein bisschen was raus. Uns reicht erstmal ein Thrust-Weight von so um und bei 5. Der soll uns schnell auf Geschwindigkeit bringen, damit wir was Bestimmtes bekommen, nämlich Rotation. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme drei so Fins, baue die hier ran, machen wir so, und dann rotiere ich die ein bisschen. Und zwar mache ich die leicht seitlich, damit die Rakete einen Spin bekommt. Das ist aber wirklich hier nur so ein Müh. Und dann schieben wir die noch einen ganz kleinen Ticken rein. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir das auch an der richtigen Ausrichtungskante entlang machen. So. Damit die wirklich sauber eng anliegen. Und jetzt bekommt die Rakete, wenn sie nach oben fliegt, ohne dass wir sie steuern können, was wir nämlich nicht können in dieser Konfiguration, bekommt die einen Drall und beginnt sich zu drehen. So, das ist zumindest mein heroischer Plan. Und last but not least müssen wir auf den ganzen Kram jetzt noch eine Art Spitze draufsetzen. Ich guck mal, ob wir da was Schönes finden. Aber wir könnten natürlich auch einfach unsere Batterie dafür missbrauchen. Mal gucken, ob die Form hergibt. So, wir können nämlich statt Zylinder einfach sagen, wir machen einen Cone. Und den machen wir am Boden schmal. Nee, das war ein bisschen zu schmal. So. Und an der Spitze geht es quasi auf 0 und in der Länge so, dann haben wir vorne auch ein bisschen Gewicht durch die Batterie. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. So, dann haben wir unsere Goldfolien eingepackte Batterie und jetzt kommt natürlich noch der wichtige Part. Wir wollen ein bisschen Wissenschaft mitnehmen und da haben wir am Anfang ein paar Sachen zur Verfügung. Und zwar nehmen wir das Too Hot Thermometer mit, damit wir Temperaturmessungen machen können. So, das kommt hier hin. Und wir nehmen uns das Barometer mit, das Pressmart, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht groß zurückführen, sondern wir können einfach erstmal messen.
So. Und jetzt schreit hier wahrscheinlich alles schon so, oh, du hast gar keine Funkverbindung und so weiter und so fort. Also diese Sounding Rocket Telemetrieeinrichtung hat einen 200 Kilometer Reichweite Omnisender. Das sollte eigentlich reichen. So. Jetzt kann man solche Sachen auch noch simulieren. Dazu werden wir später noch kommen. Ich werde sie jetzt aber direkt in den Bau geben, damit wir einmal starten können. Wir brauchen natürlich auch noch Startklammern. Da gibt es hier allen möglichen Kram. Wir nehmen jetzt hier einfach mal zwei von denen und packen die an den Tiny Tim ran. So, das heißt, wir haben hier eine entsprechende Zündsequenz, mit der wir uns abtrennen können. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob das alles klappt, denn da gibt es so ein paar Tricks zu beachten. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Editing-Pause, in der ihr den Bau überspringen könnt, weil das dauert jetzt ein bisschen, die Rakete herzustellen, aber das müsst ihr euch ja nicht mit antun. Und währenddessen wird die Rakete fertig gemacht und wir sehen uns gleich auf dem Launchpad mit dem ersten Start, in dem wir hoffentlich ein paar Rekorde holen können. Bis gleich. So, der Bau hat knapp 9 Tage gedauert und bevor der Start losgeht, ein paar Startvorbereitungen. Denn ich nehme mal die ganzen Instrumente raus. Denn was jetzt passieren wird, ist, dass die Rakete natürlich in Rotation geht, sobald ich sie zünde. Das ist zumindest der Plan dahinter. Und ich gehe nochmal kurz das Staging durch und wir kriegen als erstes einen Boost und die Rotation beginnt. Und dann geht's rüber auf das Aerobee-Triebwerk und das zündet auch erfolgreich. Das ist gar nicht so selbstverständlich in Real Solar System und dem Realism Overhaul, denn die Triebwerke brauchen entsprechenden Anpressdruck durch Bewegungen zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich zünden. Und ich nehme dann schon mal die erste Wissenschaft. Und wie ihr jetzt sehen könnt, deshalb habe ich die Instrumente vorher ausgewählt. Denn jetzt nochmal einzelne Instrumente zu treffen, während das Ding ziemlich heftig rotiert. Naja, das Ganze ist ein bisschen mit einem Zeitraffer und ich habe es nachsynchronisiert, damit ihr einfach den Flug ein bisschen schneller erlebt, als ich das machen musste. Und im Groben und Ganzen sieht es gut aus. Die Thrust-Weight-Ratio ist mittlerweile auf 3 hoch. Die Rakete ist bis jetzt relativ stabil und jetzt kommt sie ins Trudeln, also rotiert nicht mehr genug. Aber es sieht so aus, als ob wir es schaffen könnten. Und wir haben jetzt Burnout. Der Treibstoff ist alle und wir sind in der Upper Atmosphäre. Und unser Ziel ist ja, neben dem ersten Start eben auch die Kármán Line von 100 Kilometern zu überqueren. Und das sieht gar nicht schlecht aus, dass wir das auch tatsächlich schaffen und damit unseren ersten großen Auftrag schon mal erledigt haben. Die echten Aerobees gab es in verschiedenen Varianten und die haben so zwischen 60 Kilometern und ich glaube 180 Kilometern Höhe geschafft, je nachdem, was es eben war. Für den Orbit hat es bei weitem nicht gereicht, dafür waren sie zu klein und hatten zu wenig Treibstoff mit dabei oder zu wenig Kraft einfach, um einen ganzen Orbit zu schaffen. Denn in unserem echten Sternsystem oder bei unserem echten Planeten braucht man dafür nicht wie auf KSP so um und bei 4000 Delta V, sondern man braucht eher so 9400 bis 10.000, je nachdem, wie sauber man das Ganze fliegt. So, die Rakete ist jetzt endgültig vollends außer Kontrolle geraten. Ist aber nicht schlimm, denn wir sind über den Sweet Spot rüber und beginnen jetzt wieder zu fallen. Und damit haben wir unsere Mission erledigt und viele, viele andere Sachen auch. Ein 100 Kilometer Höhenrekord und ein 80 Kilometer und 60 Kilometer logischerweise auch. Wir haben die Kármán Line überschritten und damit 50.000 Funds kassiert. Wir haben ein paar neue Speed-Rekorde aufgestellt, zum Beispiel die 900 Kilometer pro Sekunde haben wir geknackt. Und das gibt uns jetzt erstmal einen ganz netten finanziellen Boost, während unsere Rakete wieder zum Boden stürzt. Das heißt, wir haben die ersten 12,4 Science-Punkte, wir haben knappe 84.000 Funds, mit denen können wir weitere Forschungseinrichtungen ausbauen und uns neue Teile später auch mal freikaufen. Vor allen Dingen können wir aber jetzt beginnen, Wissenschaft zu starten. Und natürlich genießen wir noch den Absturz der Rakete, die jetzt komplett unkontrolliert zu Boden fällt. Und das Ganze kann man auch mal im Physics-Zeitraffer machen. Denn ich weiß, ihr wartet alle drauf. Der große Knall, wenn die Rakete einschlägt. Und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb halte ich jetzt den Mund. Und ihr dürft in aller Seelenruhe diesen wundervollen Einschlag in voller Soundentfaltung genießen. So, nach diesem überaus erfolgreichen ersten Flug sind wir natürlich zurück, um unsere Wissenschaftspunkte auszugeben. Jetzt gibt es aber ein paar Sachen, die man hier immer noch tun muss. Nämlich, wir müssen auf jeden Fall mal starten,
dass das Launchpad oder beziehungsweise es hat jetzt gestartet, dass das Launchpad wieder in Schuss gebracht wird. Das dauert 1,5 Stunden, denn wir haben es ja quasi benutzt und ein bisschen angekuckelt. So, und jetzt haben wir mit unseren ersten Forschungspunkten so ein paar Möglichkeiten. Wir haben 12,4 Forschungspunkte. Es gibt verschiedenste Sachen. Es geht los mit Supersonic Flight. Im Supersonic Flight kriegen wir ein kleines konisches Cockpit. Wir kriegen das X-1 Cockpit. Die X-1 war so das erste raketengetriebene kleine Flugzeug, mit dem sie versucht haben, ja, Überschall zu erreichen. Es gibt entsprechende Motoren auch dazu. Also wir können uns ein bisschen am Überschallflug probieren. Das ist prinzipiell auch gar nicht falsch, weil damit kommen wir auch noch woanders hin. Und gibt uns eben dann auch noch Procedural Wings für Supersonic Flight, also für Überschallflug. Da können wir also mit Raketenflugzeugen spielen. Das Ganze kostet uns einen Science-Punkt, ist also nicht ganz schlimm und ist aber auch die Voraussetzung, wenn ihr mal guckt, wir wollen ja irgendwann mal später zum Beispiel mit einem Raumschiff fliegen. Und um da hinzukommen, braucht man zum Beispiel Stability Early Probes. Und Stability Early Probes braucht Basic Avionics und Basic Avionics braucht Early Avionics und so weiter und so fort. Und hier Supersonic Flight braucht eben das. Sekunde, Supersonic Flight ist überhaupt nicht in unserem Pfad, oder? Brauchen wir Early Avionics? Early Avionics. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Wir wollen irgendwann mal hier hinkommen, dass wir so eine Kapsel haben. Sonst wird das mit dem Wiedereintritt halt echt schwierig im Real Solar System. Das heißt, wir können uns beginnen, den Pfad mal frei zu boxen. Und wenn ich einen Weg hier so sehe, ist das zum Beispiel Early Construction. Early Construction beinhaltet allen möglichen Kram, unter anderem eben auch Teile, um Experimente durchzuführen und Service Base und Fuel Tanks und andere Fuel Tanks und verschiedenste Bauteile, die wir eben benutzen können. Und ich würde sagen, wir schmeißen das jetzt einfach mal rein, einfach nur, weil wir die Punkte dafür haben. Und jetzt sagt er uns schon, Node will unlock in 364 Tagen. Das heißt, er braucht jetzt ein Jahr, um das zu erforschen, weil wir haben natürlich unser Research and Development noch nicht geupgradet. Und jetzt können wir aber dafür sorgen, also wenn wir jetzt mal gucken, na, es dauert jetzt 364 Tage, wir können jetzt natürlich gucken, dass wir mit entsprechenden Upgrades, die wir ausgeben, das Ganze ein bisschen beschleunigen. Im Moment können wir pro Jahr 5 Science abarbeiten, was halt so relativ exakt dem entspricht, was unsere Wissenschaft kostet. Und wir können das jetzt mit den Punkten, die wir haben, nämlich einen haben wir eh verfügbar, schon mal upgraden. Und wir können uns jetzt weitere Punkte für Geld kaufen. Und ich glaube, das tun wir auch mal. Denn wir wollen auf jeden Fall die Forschung ja vorantreiben. Und ich würde jetzt mal richtig Vollgas geben, indem wir unsere Science so weit aufbohren, dass wir unsere Forschung jetzt durchbekommen in 145 Tagen. Das bringt uns schon mal ein ganzes Stück vorwärts. Währenddessen werden wir noch eine weitere Sounding Rocket starten, mit der wir versuchen, wirklich ins Weltall vorzudringen, um noch mehr Science-Punkte zu sammeln und weitere Missionen zu erledigen. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Real Solar System und auch wenn es kleine Schritte sind, wir sind auf dem Weg zum Mars. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Robert und tschüss.